Lunchtime, der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 7. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ich sitze hier im, doch inzwischen würde ich sagen, tatsächlich Herzen Stuttgart oder Süden, wo sind wir? Man weiß nicht Mitte, genau. Südmitte, in Mikoto mit dem Tobias Rotzler. Der ist heute bei uns, alles gut. Dürfte ich noch einen Espresso haben? Bei mir alles gut. Sehr gut, so. Wir sitzen beim Mittagessen oder haben gerade gegessen. Und ich steige immer so ein, dass ich unseren Zuhörern erkläre, das hören sie bei jeder Folge, woher wir uns kennen. Mhm. Wir haben lustigerweise demnächst schon abends kurz auf zwei Worte versucht rauszufinden und haben unterschiedliche Ansichten gehabt. Ich war der Meinung, ich hätte dich schon in dem ein oder anderen Jugendhaus in Fellbach und Stuttgart gesehen, bevor wir zusammen auf der Bühne standen. Du warst dir sicher, wir haben uns das erste Mal gesehen, Musikantenabend 2010, Volume 1. 2010 würde ich sagen, sowas, ja. Also irgendwie über eine Musikvergangenheit, die bei mir sicher nicht so ausgeprägt ist wie bei dir. Dann sind wir uns über den Weg geschlappt, beziehungsweise ich glaube, sie ist so, der macht so einer Freestyle-Rap, spiel doch mal mit was dazu. Und dann saß ich damit auf der Bühne. Ich glaube, ein bisschen früher durch einen Philipp Heller auf der Platte gehabt. Okay. Aber genau, jetzt sitzen wir hier, haben uns tatsächlich lange nicht gesehen. So, haben jetzt schon diesen wichtigen Business-Teil gesprochen. Ja, genau. Also jetzt im kürzeren Kontext haben wir uns lang nicht gesehen, aber tatsächlich auch zwischendurch dann so 6 Jahre. Mhm. Und sind uns dann irgendwo wieder über den Weg gelaufen. Im Süßholz, glaube ich, damals. Genau. Und haben dann festgestellt, uns gibt's noch. Und wir können beide Bier trinken. Und du hast bist nicht mehr nur Freestyle-Rapper. War es damals auch schon nicht, aber da kommen wir gleich drauf. Und ich tue auch verrückte Sachen, haben uns da so ein bisschen ausgetauscht. Und seither sind wir da eigentlich ab und zu dran. Und wenn es uns einfällt, dass passende Themen gibt, ich würde dich so beschreiben als, dann darfst du selber was sagen. Bevor die Einladung zu lang wird. Ich höre gespannt zu noch. War alles noch gut bisher. Ich würde sagen, du bist auch ähnlich wie ich so ein Chamäleon-Unternehmer. Also es ist immer das Gleiche und ist aber immer anders eingefärbt. Genau. Eigentlich Tausendsasser, meine Mutter, das gute alte deutsche Wort Tausendsasser. Mein Espresso kommt, vielen Dank. Dankeschön. Genau, eigentlich im Hauptberuf oder Basisberuf, sagen wir Basisberuf dazu, Lehrer. Mhm. Genau, haben uns über die Musik kennengelernt, wenn man es so sagen muss. Hört sich zu groß an, war es gar nicht, aber wir verkaufen es einfach mal so. So schlecht war es nicht. Genau, und machen jetzt verrückte Sachen, aber erzähl mal kurz selber in eigenen Worten. Lehrer, das stimmt noch? Das stimmt noch, ja. Und was ist seit damals passiert, in Anführungszeichen, so einen kurzen Abriss, dass unsere Zuhörer einen Eindruck kriegen, was ich alles gemacht habe in den letzten Jahren. Ja, also tatsächlich kennen wir uns halt noch aus dieser Freestyle-Zeit, die eigentlich so für mich so eine mega wichtige Zeit im Leben war, weil ich damals mit Curlymann heute, damals noch Mousy, Shoutout an den Bruder übrigens, eine Band zusammen hatte, Niedere Beweggründe, und wir waren eine super schlechte Band, sind wir ehrlich. Aber das Album habe ich noch, ja, ich habe es nicht gefunden. Das ist auch okay. Es ist okay, aber ich würde jetzt heute nicht mehr sagen, dass das Contemporary Art ist, wie man so schön sagt, sondern es war damals halt eine Zeit, und wir haben das gemacht und wir haben das geliebt, aber wo wir richtig gut waren tatsächlich, war beim Freestylen. Da haben wir schon ganz schön abgerissen und haben ja dann auch viele Battles beide gewonnen. Mousy mal die deutsche Meisterschaft, ich mal Dritter geworden, viele höchst sortierte Battles, viel. Und ich dann irgendwann angefangen habe, auch viel so Positivity Freestyles zu machen, also nicht mehr das Battle-Ding, weil ich dann auch älter wurde und Erwachsener und dann da auch viele Sachen gespielt habe, so wie den Musikanten alle solche schönen Veranstaltungen oder auch das Season Opening vom VfB mal, wo ich vor 10.000 Leute in so ein Stadion verfreestylt habe und so, und das war nice und für mich auch eine super wichtige Zeit damals, weil das mir so alle Türen aufgemacht hat, die ich überhaupt heute so bespielen kann in meinem Leben. Außer vielleicht die Lehrerseite, weil die habe ich mir tatsächlich über ein Hochschulstudium verdient, so ganz ehrlich. Ich habe tatsächlich auch eine Hochschule abgeschlossen und bin immer noch Lehrer und mache das auch gern und das ist auch toll. Das ist eine schöne Sache, um mit jungen Menschen in Kontakt zu bleiben und tatsächlich auch irgendwas weiterzugeben an die nächste Generation.
Und nebenher spiele ich ziemlich viel Platten, also ich bin der Musik immer noch verbunden geblieben. Lege mittlerweile fast jedes Wochenende in irgendeinem Stuttgarter Club auf. Also wenn ihr das jetzt gerade hört, kann es gut sein, dass ihr mich auch schon mal in einem Club gehört habt, aber nicht sprechend, sondern indem ich Platten für euch spiele. Und dann mache ich seit jetzt 2 Jahren, bastel ich an einem Kinderrap-Album, welches ich schreibe und welches wunderschön ist, von echt coolen Leuten präsentiert, produziert und einfach mega coole Mucke, die Mama, Papa und Kinder gerne hören, weil sie witzig ist, weil sie smart ist und weil sie Leuten ein gutes Gefühl gibt. Und das soll jetzt dieses Jahr rauskommen und das hoffe ich wird vielen Leuten gefallen, weil ich finde, dass unsere Musik noch nicht, unsere Welt noch nicht genug positive Musik hat und insbesondere wenn man junge Leute betrachtet, halt tatsächlich ja viele Musik heute eher den Leuten beibringen will, soll, dass man als Drogendealer ganz schnell Millionen verdienen kann, was man vielleicht kann, aber was natürlich jetzt nicht so ein educating approach vielleicht für unsere Gesellschaft ist. Und ja, das mache ich. Sehr gut. War das Kinderrap-Thema inspiriert von deinem Hochschulstudium so gesehen? Also von dem Dasein als Lehrer oder? Wie sowas zustande kommt. Also tatsächlich war es Steffen Posner, mein guter Freund, der mit der Idee um die Ecke kam, nämlich als seine Frau schwanger war, hat er gesagt, ey, aber jetzt brauchen wir doch auch Musik für Väter. Und Tobi, du warst früher ein super Rapper und bist noch Pädagoge, das ist eine super Kombination, mach das doch einfach mal. Und dann haben wir das tatsächlich so relativ flapsig begonnen, indem ich einfach irgendwelche Produzenten angerufen habe, mich mit denen getroffen habe und dann haben wir einfach angefangen, Songs aufzunehmen. Und dann haben wir so bei den ersten Songs gemerkt, hey, die klingen fett, aber wir waren da noch nicht so weit von der Entwicklung von so einem, sag ich mal, Corporate Identity, die sowas auch braucht, also wie sowas man sprachlich so auskleidet, dass das eine Linie hat, dass das junge Leute erreicht, trotzdem aber auch für Erwachsene irgendwie spannend ist und wie weit darf man gehen, was kann man sagen, dass es irgendwie so funky ist, also wie weit geht man da raus und gleichzeitig wie nett oder wie eingeschränkt ist man dann doch, weil man natürlich einen pädagogischen Auftrag hat, lässt er natürlich nicht jedes Thema zu. Und ja, so kam das. Eigentlich war Steffen so der Mann, mit der Idee um die Ecke kam. Der ist schuld. Ja. Aber das Pädagoge-Sein hat ja doch ein bisschen was damit zu tun. Natürlich, weil mir das natürlich schon ein Verständnis darüber gibt, wie funktionieren junge Menschen. Wobei die Kinder, die ich unterrichte, würden alle die Musik nicht mehr hören. Das wäre für die Spackenmucke. Da würden die natürlich sagen, okay, was wird der? Ey, wo kommt jetzt ein Typ, der macht so krasse Sachen sagt? Weil das, ich sag ja keine krassen Sachen, da geht es halt um Kindergeburtstag. Das ist ja tatsächlich ein Grundschulthema. Und ja. Ich bin an der Art schon tätig. Ja, genau. Okay, und jetzt, warum wir ja auch noch zu tun haben, zum einen, weil wir über die Musikschiene so ein bisschen zu tun hatten, andererseits dieses Freestyle-Rap-Thema bringt ja eine gewisse Fertigkeit in Sachen Sprache mit sich, muss man auch sagen. Und so haben wir, glaube ich, auch im Business-Kontext wieder zusammengefunden. Das meine Anfrage war so, hier Agentur, dies, das, habe ja auch ein paar verrückte Sachen die letzten 2 Jahre gemacht mit Gründen und nochmal Gründen und nochmal Gründen und nochmal Gründen und solche Sachen. Und da hat es Texte gebraucht, dann habe ich die ja irgendwie mal angehauen und dann habe ich gemeint, ja, da habe ich schon dies und jenes gemacht, das hatte ich dann wieder nicht so richtig auf der Platte und habe mal für den was geschrieben und da und kannst da ja, glaube ich, relativ gut verschiedene Genres bedienen, weil eben auch mal verrückter Straßenrap sozusagen bei rauskommen kann, wenn man das so übersetzen will, in einem coolen Opener-Text oder so. Ich schreibe genau. Immer noch gern. Ich liebe Schreiben. Worte sind irgendwie schon seit ich, glaube ein Kind, also ich bin ja so ein kleiner Zwerg und ich habe schon relativ schnell gemerkt, dass wenn du so ein kleiner Zwerg bist und keine Message hast, dann wird es dunkel um dich rum. Also dann nimmt dich halt niemand wahr. Und da habe ich tatsächlich wirklich wahrscheinlich schon so auf Grundschulebene gemerkt, dass man vielleicht ein bisschen frecher und lauter sein muss als die anderen. Und dann waren mir Worte natürlich immer wichtig. Und ich bin bis heute auch so ein echt, ich bin ein richtiger Wortlover. Also ich liebe Worte. Und es ist auch immer noch so, wenn ich was lese,
dann versuche ich tatsächlich jedes Wort zu verstehen. Und wenn ich ein Wort nicht verstehe, dann schlage ich es heute immer noch nach und versuche es dann auch dreimal zu benutzen in den nächsten zwei Wochen, weil dann sagt man ja, internalisiert man es. Und arbeite immer noch jeden Tag dran, besser zu sprechen, weil ich Sprache so liebe. Vor allem die deutsche Sprache, die englische mittlerweile auch. Ich benutze auch ziemlich viel Anglizismen, was ziemlich viel Spott sorgt bei meinen Freunden, aber einfach so bin ich halt. Aber ja, und deswegen schreibe ich immer noch gerne. Also ich kann theoretisch, ich glaube, wer schreiben kann, kann auch alles schreiben. Ich kann vom Firmentext bis zum Lied, bis ich schreibe auch Kurzgeschichten. Ich sitze seit langer Zeit an einem Buch, das sehr schleppend vorwärts geht, wie bei allen Leuten, glaube ich, die 1000 Sassas sind und 1000 Sachen machen. Aber ich bin dran und bis zur Rente will ich es dann tatsächlich veröffentlicht haben. Also meine Deadline ist irgendwie 2040 und von dem habe ich dann noch ein bisschen Zeit. Aber Schreiben und Worte waren immer ein wichtiger Teil von meinem Leben und wird es immer sein. Ich will auch noch mehr schreiben für andere Musikkünstler. Aktuell schreibe ich relativ viel. Und relativ häufig auch mit der Kim Hoffmann, die jetzt bald dieses Jahr rauskommen wird mit ihrem Zeug, für die ich die erste Single mitgeschrieben habe, die wunderschön geworden ist. Polaroid-Moment heißt die und ja, Shoutout an Kim, also unterstützt die Dame, die singt wundervoll und ist ein ganz toller Mensch und ja, das mache ich und das werde ich wohl immer machen. Genau. Alles gut, das hört sich rund an, aber wir hören noch nicht auf, sondern... Aber das schon meine letzten Worte. Hey, ja, genau. Gut, I wanna thank my mom and God. Ich hab die noch vergessen. Nee, du hast ja inzwischen auch ein Konstrukt, deshalb kam ich vorhin auf den Begriff Chamäleon-Unternehmer, da kannst du dann irgendwann was dazu sagen, wie du das, die Wortkreation findest, weil du ja Worte liebst, aber an für sich hast du ja die Villa schön gebaut. So mal als Konstrukt, wo du deine Themen außerhalb der Schule rein, also habe ich es zumindest im ersten Schritt. Genau, so ist es. Hast du genau nicht erkannt. Schön, dass das andere außer mir erkennen. Das heißt, es ist von der Außendarstellung nicht so schlecht konzipiert, dass man das bemerkt. Das ist gut, ja. Ich habe einen kleinen Vorteil, dass wir auch öfters mal reden. Ja. Von dem her würde ich es jetzt nicht als die neutralste Meinung einstufen okay. An der Stelle. Genau, als dein Vehikel, wo die Themen reinflattern, die sonst so passieren. Mhm. Und wie gesagt, ich kam ja über diese Textschiene, aber es gibt da inzwischen auch ein paar andere Arme. Wir haben wir eigentlich gesagt, wo wir sind? Ich hoffe, ja, normalerweise haben wir gesagt. Haben wir gesagt, ja, normalerweise sage ich das immer, wo wir Mittag essen, weil man hier sehr gut Sushi essen kann. Tatsächlich, sehr leckeres Mittagssushi, muss man wirklich sagen. Also, weiß nicht, ist das schon Werbung, wenn ich das sage? Ja, das haben wir in jedem Lokal gesagt, von dem her. Okay, gut. Also es ist wirklich sehr lecker. Die Form der Werbung, aber es ist unbezahlt. Muss es ist man unbezahlt, auch mal, ja. Wir, haben, wir bezahlen unser Essen selbst und so. Ein exzellenter Mittagstisch für Sushi-Liebhaber hier, ja. Genau, so wollte ich jetzt hin. Jetzt direkt zu Villa Schön wolltest du hin. Zu Villa Schön wollte ich hin. Du, Villa Schön ist, tatsächlich ist es ja eigentlich der Name unserer WG gewesen, in der Steffen Posner, der liebe gute Bartek, und der Matze und ich zusammen gewohnt haben und eine sehr wilde Zeit hatten, sag ich jetzt mal, und eine sehr ereignisreiche Zeit, weil damals natürlich auch bei Steffen das mit Chimperator alles durch die Decke gegangen ist und so, und klar, und Bartek mit den Orsons auch, da mega viel passiert ist. Es war so eine super spannende Zeit und wir haben diese WG damals immer Villa Schön genannt und das war so irgendwie unser Ding. Und als ich dann gemerkt habe, ich habe so viele Baustellen und weiß gar nicht, wohin mit denen und wie ich die auch kommuniziere und wie ich die auch abwickle, habe ich dann irgendwie gedacht, okay, ich muss jetzt was gründen, so wie jeder das vielleicht auch denkt und dann seinen eigenen T-Shirt-Verein oder Tischtennis-Club aufmacht. Und so habe ich halt das aufgemacht und fand den Namen dann schön, weil ich den immer schön fand und der mir auch so ein bisschen wichtig ist, weil ich die Jungs so liebe. Und ja, am Anfang, ich habe dann auch viel ausprobiert, viele Sachen gemacht, auch viel Schrott gemacht, so wie jeder das wahrscheinlich auch macht, weil jeder, der schon mal was angefangen hat, selbstständig, wird ja auch wissen, dass da sehr viel Scheitern dabei ist, was auch schön ist. Ich finde das mittlerweile auch schön. Bei uns setzt sich ja mittlerweile auch das durch, wie in Amerika, dass man erkennt, dass man auch scheitern muss, um Dinge besser zu machen. Sonst war es ja immer so, Deutsche, der macht das falsch, der kann es nicht. Das ist ja gar nicht. Man muss sich halt einfach ausprobieren, immer wieder Sachen nachjustieren, immer wieder überlegen, ist das was für mich? Und
ich habe oft nachjustiert, vielleicht auch einmal zu oft und hätte vielleicht auch mal was zu Ende bringen sollen und so, aber tatsächlich jetzt, wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten, vor allem 5 Jahre, die dann so intensiv waren, würde ich sagen, das war alles richtig so. Ich habe dann International Sales gemacht eine Zeit lang, ich habe Texte viel geschrieben, ich habe Sachen verbucht, Leute verbucht und alles Mögliche gemacht. Und jetzt bin ich so weit, dass ich jetzt tatsächlich alles verschlankt habe und alles weggemacht habe. Und jetzt natürlich noch so die Sachen, die ich eh mache, wie Worte etc. erschaffen, die laufen natürlich immer noch da drüber. Aber der Kernfokus von jetzt dieser Agentur, ich weiß gar nicht, ob man das Agentur nennen soll, von diesem Thing, von dieser... Von diesem Ort, diesem Fiktiven, den ich da für mich erschaffen habe und für andere, dass ich darüber Moderatoren verbuche, denen auch helfe bei Social-Media-Fragen und so etc., einfach weil das ein Steckenpferd ist, was mich interessiert, was mir Spaß macht, wo ich auch eine Meinung dazu zu haben, ob die jetzt richtig oder falsch ist, liegt ja immer im Auge des Betrachters, aber zumindest habe ich eine Meinung und versucht darüber Moderatoren zu verbuchen und was heißt versucht, ich mache das und betreue die dann auch und wickel das alles ab und ja, das ist jetzt so ein großer Baustein jetzt, der jetzt passiert. Und in die Richtung kurz eingehakt, mit der Zielsetzung, dass das mal, also willst du immer Pädagoge bleiben nebenher oder also wirst ein Stück weit immer bleiben, aber dass es das Lehrersein irgendwann ablöst oder einfach, weil es, also so habe ich dich kennengelernt und erlebt, ist immer so, also Lehrer ist schon auch, hat seinen Reiz für dich und ist so die Base, die nicht zwingend in Frage gestellt wird. Hast mal tatsächlich auch ein bisschen Auszeit gemacht und in die Welt geschaut, noch mal ein bisschen intensiver, aber es ist ja schon auch so ein, ob es Heimat ist oder Base, je nachdem, so eine Baseline, die sie mir durchzieht, aber, und das ist jetzt mein Eindruck, aber korrigiere mich da gleich. Vielleicht korrigiere ich dich auch nicht, vielleicht hast du einfach recht. Vielleicht habe ich auch einfach recht. Das wäre ein schöner Moment für mich. dass es gar nicht darum geht, damit irgendwas zu ersetzen, sondern das ist eben so ein zweiten Teil, ohne den, und das ist eine Anschlussfrage, du vielleicht auch ein anderer Lehrer wärst, ein Stück weit. Aber geht es da um eine Ablöse? Also sagst du, willst irgendwann eben dann nur noch Zeug machen, das in deiner Villa stattfindet? Oder darf das schön im Parallelflug gehen, egal wo die Reise hingeht mit dem Villa-schönen Projekt? Das ist the big question of my life. Das ist die wohl am schwierigsten zu beantwortende Frage in meinem Leben, weil ich mir diese Frage selber auch schon so oft gestellt habe irgendwie. Und da vielleicht auch mal anderer Meinung war, aber jetzt bin ich eigentlich der Meinung, ich werde immer zumindest zu einem gewissen Teil Lehrer sein, wahrscheinlich nicht in so einem Volumen, wie ich das jetzt gerade noch bin. Aber das ist schon auch eine wichtige Sache und ich hatte auch da Krisen, ich glaube, die haben auch viele, ist ein sehr anspruchsvoller Beruf, das weiß ja auch jeder, der ihn macht, dass er wirklich sehr ans Eingemachte geht, dieser Beruf. Aber ich mittlerweile wieder sehr, sehr viel Freude daran habe und sehr viel Frieden darin auch finde, das zu machen, dass das wohl immer ein Teil bleiben wird, solange es leistbar bleibt. Wenn natürlich dann irgendwann, also im Moment arbeite ich viel, weil ich so viele verschiedene Sachen mache. Und jetzt werde jetzt auch in der Schule reduzieren, also da wird es jetzt auch runtergehen, das wird auch alles ein bisschen leichter machen. Aber solange es irgendwie geht, werde ich immer Lehrer bleiben. Und wenn alle anderen Sachen irgendwann so richtig krank durch die Decke gehen, dass alles so krass wächst, dann müsste man es neu denken. Also wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr, weil man will ja auch irgendwie immer alles richtig und gut machen. Und das ja, muss ja auch immer der Anspruch sein. Und das müsste ich dann bewerten, wenn mal alles so groß wäre. Also wenn ich jetzt mit einem Kinder-Rap-Album 1 in Deutschland gehe, weiß ich nicht, was noch ist, aber sind wir ehrlich, ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Aber man weiß nie, viele Leute haben schon vieles gedacht. Und was ich gelernt habe aus den letzten Jahren, ist, dass nichts planbar ist. Und deswegen sollte man vielleicht auch im öffentlichen Kontext, so wie ich jetzt hier, gar nicht so finale Antworten geben und auch erst recht nicht sich selbst so finale Antworten immer geben so und nicht immer so diese Endgültigkeiten bei sich selbst suchen, weil im Endeffekt jeder Tag muss neu gelebt werden und geschaut werden, was passiert und dann schaut man und dann macht man und dann machen und justieren, wenn man kann. Das ist nie eine Schande, irgendwo nachzujustieren oder neu zu überlegen, wie muss ich jetzt das nächste Jahr angehen. Ich meine, das ist ja dir auch schon jetzt oft genug passiert, dass du Sachen gemacht hast, dann hast du sie groß gemacht. Und dann sagst du, nee, jetzt mache ich das lieber wieder klein, weil ich will mehr Fokus da haben. Und deswegen kann ich vielleicht keine eindeutige Antwort darauf geben, aber im Moment denke ich, ich werde das immer ein Stück machen, aber, um es vielleicht in einem Satz zu sagen, wenn die Entwicklungen sich verändern, muss ich vielleicht auch in einem Jahr eine andere Antwort geben. Aber dann haben wir zumindest mal einen Grund, in dem Jahr nochmal die Folge anzuhören. Ja, und zu schauen, was aus mir geworden ist. Und mal schauen, wie gut die Frage ist. Ich habe über das Kinderrap-Album geredet, war voll der Flop, ich will nie wieder darüber reden. Können wir das löschen? Wahrscheinlich. Nee, aber andererseits glaube ich, dass das ja auch eine mögliche Antwort wäre, wenn es dich jetzt aus dem Lehrersein an der Stelle rausdrückt, weil das andere so groß wird. Du aber das lebst und das nehme ich dir schon ab, dass du dann sagst, okay, dann gehst halt ein-, zweimal im Jahr projekthaft in die Schule. Also ist ja nur ein, ich glaube, das Thema wird nicht ganz kaputt gehen bei dir oder weggeschoben werden, mein Eindruck. Und dann kann es ja auch sein, dass du sagst, so Impulstech. Also ich unterrichte ja auch an der dualen Hochschule, da mache ich irgendwie, wenn es auf zwei Semester aufgeteilt ist, in zwei Semestern eben 25 Wochenstunden oder in einem 50. Das sind, da bin ich in Summe knappe anderthalb Wochen an der dualen Hochschule, taugt mir aber, macht Spaß mit den Studenten. Die Seiten wechseln war für mich super spannend, obwohl ich gesagt hätte, ich werde nie unterrichten. Musste mich da auch eines Besseren belehren lassen. Und lustigerweise hat es zweimal im Abi ein Lehrer zu mir gesagt, dass ich irgendwann wieder vor Schülern stehen werde. Was will der Vogel von mir? Auf gar keinen Fall. Recht hat er gehabt. Ich sage jetzt nicht seinen Namen, sonst fühlt er sich auch noch geadelt. Nee, aber so von, also ist ja auch eine Möglichkeit. Du, ich glaube, man ist, weißt, wenn man so ein leerer Typ ist. Aktuell passt alles. Wenn wir noch, in 5 Minuten. Okay, danke. Die nutzen wir aus, wenn es genehm ist. Wenn man so ein, ich glaube, wenn man so ein leerer Typ ist, hat man das in sich und dann wird man das nie nicht machen. Ich bin ja auch so ein Erklärbär. Also ich bin ja auch so wirklich so, wenn ich mit Leuten, also ich erwische mich ja auch oft, wie ich dann in Privatgesprächen ins Dozieren verfalle. Insbesondere, wenn ich dann über irgendwas spreche, was ich gelesen habe, was mich interessiert oder wo ich so Feuer und Flammen bin oder wo ich irgendwas drüber gesehen habe. Und ich bin ja auch so ein Wissensjunkie und so ein an allem interessiert. Das deswegen, also mache ich ja wahrscheinlich auch so viele Sachen, weil mich so viel interessiert und ich so viel spannend finde. Und ich glaube, dann wird man nie nicht Lehrer sein, weil ich meine, Lehrer sein findet ja auch in Freundschaften statt, insbesondere auch, oder in Beziehungen auch. Und das finde ich auch voll wichtig. Also ich habe von vielen Freunden von mir schon so wichtige Sachen gelernt, also sei das wissenstechnisch oder auch emotionales Wissen. Zum Beispiel meinem guten Freund Timo Hoffmann, habe ich von dem schon so viel Weisheit mitbekommen. Oder auch von Bartek habe ich schon mega viel Sachen gelernt. Und auch von vielen anderen Freunden, ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen, weil es ist auch so ein bisschen, man ist ja auch immer gegenseitig so Lehrer. Und deswegen, ich glaube nicht, dass man das je aufhört, weißt du, und ob man das dann so projektmäßig macht oder ob das so in anderen Situationen stattfindet, wird es Leuten wie dir und mir nie abgehen, weil du bist ja auch ein Lehrer, du bist ja auch jemand, der es für viele interessiert und viel weiß, und dann werden immer wieder Leute zu dir kommen und dich um Rat fragen, und auch das ist für mich irgendwie Lehrer sein, eigentlich ist in der Schule Lehrer sein nichts anderes, nur halt mit einer fest bestimmten Zeit, wann das passieren soll. Ja. Deswegen, du kriegst den Lehrer nicht aus den Menschen raus. So. Die Schüler, die dich mögen, freuen sich jetzt. Hoffentlich. Da gibt es sicher ein, zwei, die mich mögen. Ja, da gibt's. Ja, die gibt's schon. Es gibt auch welche, die sagen, boah, der geht gar nicht, der Typ. Aber das ist halt Schule. Ich meine, und das sind halt auch Menschen. Ich wollte gerade sagen. Also, das ist ja leider, dem sind wir alle nicht gefeit. Ich habe kurzem was Gutes gelesen. Das hieß, da stand irgendwie, wer keine Feinde hat, hat keine Persönlichkeit. Von dem her ist es vielleicht auch, ist es auch ein Ritterschlag, wenn es auch Leute gibt, die dich nicht leiden können. Es ist ja, du musst ja nur immer wissen,
wer dich mag. Es ist gut zu wissen, den Unterschied zwischen den Leuten, wer dich mag und wer dich nicht mag. Weil das ist, wo du nach ausrichten solltest, wem du Gehör schenkst und wen du in dein Leben reinlässt. Weil das sind die Energien, die in deinem Leben dann mitspielen. So. Ein gemeinsamer Freund aus der Musikzeit, der sagt immer, alles, was polarisiert, hat Erfolg. Ja, ist da tatsächlich auch so. Ich meine, nichts ist schlimmer als Langeweile. Also, wenn du irgendwas, zumindest im Sales-Bereich oder so, aber vielleicht auch im Leben, ich weiß es nicht. Also allgemein, ja, klar, ja. Also ja und ja. Ja. Ich habe schon Menschen getroffen, die ich zum Teil bewundere irgendwie, die halt so ihren Sinn gefunden haben und das machen und ich das extrem langweilig fände, aber die gehen da drin auf. Von dem her will ich es gar nicht bewerten. Das kann man auch gar nicht. Ich meine, von außen kannst du nie auf ein Leben blicken und sagen, ist das spannend oder nicht, weil jedes Leben will gelebt werden. Genau, also ich sage immer, für mich wäre es nichts, aber, an für sich ist es nachher tatsächlich so. Also ich bewundere so Leute auch, die das können, weil ich kann es, also andersrum, ich kann ja dann was nicht, wenn man es so rumdenkt. Ja, Genügsamkeit ist ein hoher Wert, oft unterschätzt. Aber das ist ja, wie wir es vorhin schon vor der Aufzeichnung hatten, auch eine Typenfrage, dass man halt jemand ist, der immer was Neues und immer ist es so. Das ist in den Menschen drin. Und ich finde es auch gut, dass es für alle Menschen auf dem Planeten eine Verwendung hat. Egal, ob die jetzt Menschen sind, die sehr genügsam sind und sagen, das ist mein Leben, das habe ich immer so gelebt, das mache ich so und Ding. Und gut. Und dann gibt es halt die Menschen, die sagen, die wollen sich ständig neu erfinden und neu ausprobieren. Und ich kenne sehr, sehr viele von diesen Menschen. Und ist auch gut. Ja. Ja, gut. So, jetzt haben wir vorhin beim Essen vor der Aufzeichnung 2 Takte zu viel geredet, dass wir jetzt die Öffnungszeit schon anfangen zu sprengen. Ja. Von dem her würde ich jetzt eine abschließende Frage stellen, weil du ja vorhin gesagt hast, du drehst noch die ein oder andere Platte und legst inzwischen relativ viel hier in Stuttgart auf. Mhm. Wir haben es ja dann doch. Welches Lied man sich nie bei mir wünschen sollte. Oh ja, die nehmen wir auch noch mit rein. Die war es gar nicht, sondern welche Art der Musik legst du auf? Weil im Endeffekt, wir sind glaube ich jetzt über die ganze Hip-Hop-Schiene so ein bisschen getändelt, aber man hört ja nicht nur Hip-Hop von dir, würde ich jetzt sagen. Nein, nein. Also ich bin ein Music-Lover. Ich liebe alle Sorten Musik und ist das der Moment, wo ich sage, Schlager nicht? Ja, aber irgendwie ist dann auch so eine SWR3-Antwort. Was man bei dir nicht wünschen soll, darfst du ja noch anfügen. Ja, aber sonst, ich mag so viel verschiedene Sorten Musik. Ich höre auch prinzipiell mittlerweile selber gar nicht mehr so viel Rap, dass ich nur Rap auflegen könnte. Ich spiele gern Rap, ich spiele auch gern Black-Sachen und so, weil es halt natürlich nice ist im Club und das pumpt ja auch immer gut. Aber ich spiele querbeet, ich spiele auch poppige Sachen, ich spiele auch elektronisches viel und so. Einfach, weil ich Musik gern habe und ich finde auch, jede Musik hat ihren Moment und das ist ja auch an so einem Abend so und deswegen spiele ich zum Beispiel gerne an der Schankstelle, wo ich ja regelmäßig spiele, weil man dort an so einem Abend alles anbieten kann und so verschiedenen Leuten auch gute Musik zeigen kann aus verschiedenen Richtungen und was so ein bisschen ja auch verloren gegangen ist, früher war der DJ halt, war ja der Edutainer, also das war ja der den Leuten erzählt hat, was gute Musik ist, weil die hatten ja noch kein Spotify, also die mussten sich ja CDs kaufen, die war viel limitierter. Da war ja der DJ, der da hingegangen ist und denen Musik gezeigt hat, dann waren die so, oh, das ist ein geiles Lied, das kaufen sie sich. Heute haben die Leute viel mehr Zugriff, aber ich glaube auch dort, das ist sehr schwer geworden zu selektieren, was ist denn gute Musik. Und dann ist ja immer noch, finde ich, die Aufgabe vom DJ ein bisschen den Leuten auch zeigen, hey, guck mal, that's a good piece of music. Vielleicht würde dich das auch inspirieren, vielleicht willst du das auch in deinem Alltag haben. Und deswegen, das finde ich eine voll wichtige Funktion vom Auflegen. Sehr gut, das war ein schönes Schlusswort. Ich würde alles mit Karte zahlen an der Stelle. Und wir machen das nicht floskelhaft, wir sitzen wirklich hier. So, wir müssen immer so tun, als würden wir irgendwo im Restaurant sitzen. Nein, wir tun das. Es war ein und der Elmer lädt mich sogar ein. Wundervoll. Dankeschön vielmals. Irgendwas muss ich ja tun. Ach so, jetzt muss ich auch noch. Wir hören kurz auf. Beträge müssen wir jetzt nicht proppen. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich danke dir vielmals fürs angenehme Gespräch. Es war super. Wir hätten noch lange weiterreden können. Ich nehme mal eine andere Folge nochmal. Ganz sicher. Ich würde sagen, wir sind raus. In einem Jahr, wenn dann das Album gefloppt ist. Dann. So, dann machen wir das nochmal. Schön, ich danke dir. In dem Fall, bis dahin, wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao.